und nicht für die Wahlkirchen. Sehr gut. Rettungsschirme für Menschen, nicht für Banken. 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 Und wir hatten noch einen schönen Spruch. Zocken ohne Risiko, nicht mit uns! Zocken ohne Risiko, nicht mit uns! Nirgendwo! Risiko, nicht mit uns, nirgendwo! Wehrt euch, leistet Widerstand gegen Ausbeutung in diesem Land. Schließt euch fest zusammen, wehrt euch, leistet Widerstand gegen Ausbeutung in diesem Land. Schließt euch fest zusammen, wehrt euch, leistet Widerstand gegen Ausbeutung in diesem Land. Schließt euch fest zusammen, wehrt euch, leistet Widerstand gegen Ausbeutung in diesem Land. Schließt euch fest zusammen, wehrt euch, leistet Widerstand. Politik, die dieses bewirkt, also sagt die Dame. Sie sagen kürzen. Merkel, Hampelmann von Ackermann, Hauer. Hallo Freunde. Schön, dass ihr alle da seid. Wir werden jetzt gleich losgehen und von mal zeigen, dass wir viele sind und laut sind und keine Lust mehr haben auf Rettungsschirme für Banken statt für Menschen. Liedtext. Ja, wir sind nicht von irgendeiner Partei, wir sind zwar politisch, aber unparteiisch. Und wir sind für die Menschen und nicht für die Banken und die Finanzen. Dass wir schon mehr sind als in den ganzen letzten Jahren zuvor, und dies ist eine Bewegung, die wir in den nächsten Wochen und Monaten wachsen sehen werden. Wir werden sehen, wie diese Bewegung hier größer wird, weil sie spricht auf der ganzen Welt Menschen aus dem Herzen, die keine Lust mehr haben, von den Parlamentariern veräppelt zu werden und die keinen Bock mehr darauf haben, dass die Milliardäre in diesem Land weniger Steuern zahlen als ganz einfache Facharbeiter oder Kassiererinnen. Deswegen gehen wir auf die Straße und deswegen demonstrieren wir hier heute zusammen und deswegen rufen wir heute erstmal zum Warnwerden. Keine Macht für die Banken und Konzerne. Brecht die Macht der 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 Banken und Konzerne. In letzter Zeit sind ja auch ein paar berechtigte Zweifel daran aufgekommen, dass die 17% der Bevölkerung Englands, die in Banken arbeiten, oder die 9% der Bevölkerung Deutschlands, die in Banken arbeiten, von den Beschäftigten, dass die da was wirklich Produktives tun. Wir haben eher den Verdacht, dass es da um die Umverteilung von Beute geht, dass es da um Spekulation und Casino geht. Und wir denken,
dass diese Banker nichts zu suchen haben in unproduktiven Tätigkeiten. Deswegen gibt es auch nur einen schönen Slogan und der heißt Banker in die Produktion! 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 In die Produktion! Ja, und ich bin heute hier, ich bin Simon Ernst. Ich sage mal einen kleinen Satz zur Eröffnung, vielleicht von einem kleinen offenen Mikrofon hier zu beginnen. Ich bin heute hier, weil ich es nicht in Ordnung finde, weil ich darauf nicht klarkomme und weil wir gemeinsam was daran ändern müssen, dass hier in Deutschland in den letzten 10 Jahren 3-mal die Steuerbereiche gesenkt wurden und wir gleichzeitig die krassesten Angriffe auf unser Sozialsystem erleben, die es gegeben hat in den letzten 10 Jahren, dass hier in Deutschland die Löhne sinken. Das geht so nicht weiter und deswegen gehe ich heute auf die Straße und ich gebe das Mikrofon jetzt mal weiter. Vielleicht gerade wir einfach so, aber ich will hier nicht dazwischen pushen. Habt ihr was anderes vor jetzt? Hopp, 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 Spekulanten, stopp! 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 Wohlstand für alle, wir sind 99%! Wohlstand für alle, wir sind 99%! Armut bekämpfen, Reichtum teilen, Armut bekämpfen, Reichtum teilen, Armut bekämpfen, Reichtum teilen, Armut bekämpfen, Reichtum teilen. Ackermann weg, hat keinen Zweck, Ackermann weg, hat keinen Zweck. Banken profitieren, wo Menschen verlieren. Banken profitieren,
wo Menschen verlieren. Banken profitieren, wo Menschen verlieren. Banken profitieren, wo Menschen verlieren. Banken profitieren, wo Menschen verlieren. Banken profitieren, wo Menschen verlieren. Banken profitieren, wo Menschen verlieren. Banken profitieren, wo Menschen verlieren. Nein, die Macht der Banken und Konzerne. Da sagen wir ganz klar nein. Die erste Wahl stoppt den Spekulanten.
Wir wollen nicht die Kabakel unterstützen, wir wollen die Menschen unterstützen. Denn das Bankensystem ist ein unmenschliches System. Es geht nämlich darum, dass wir dieses Bankensystem zerschlagen, damit Menschen profitieren. Wir brauchen ein System, das für die Menschen ist und nicht für die Banken. Und dann dieses Freie, und jetzt zinslos und unlastig. Es stellt nämlich sicher, dass die Wertpreise nicht zu wenig sind. Die Flaktion und die Flaktion sind einfach die Mana. Und da bin ich also nicht so gerne wieder aufgegangen. Langsam weiter in Richtung Deutsche Bank am Kaiserplatz. Ich habe für eine Abhebung von 50 Euro 10 Euro Gebühren bezahlt. Das sind 20%, das ist Wucher! Leute, denen sowas passiert ist, bitte meldet euch bei uns. Wir wollen diese Geschichten von kleinem Wucher sammeln. Brecht die Macht der Banken und Konzerne! Banken in die Schranken. Und
Solidarisieren mit marschieren! Solidarisieren mit marschieren! Solidarisieren mit marschieren! Leute, hier lang uns vor die Bühne! Die Macht der Banken und Konzerne! Die Macht der Banken und Konzerne! Die Macht der Banken und Konzerne!